Hallo und herzlich willkommen hier bei The Knife Pub. Ich sitze hier gerade gemütlich im Garten, rauche mir gleich eine schöne Pfeife, wie es aussieht. Aber ich dachte, ich nutze die Gelegenheit einfach mal, um diesen wunderschönen Holztray von Holzkram nochmal zu füllen und euch mein aktuelles EDC so ein bisschen näher zu bringen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich starte mit einem kurzen Überflug von den Sachen, die immer mal wieder dabei sind, beziehungsweise fast täglich, weil wir die aber alle schon kennen, gehe ich da einfach mal ganz kurz drüber. Ein Stift darf meiner Meinung nach in keinem EDC fehlen, und zwar nie. Aktuell immer und immer und immer wieder dabei ist der Hinderer Investigator in diesem schönen Grün, wie ich finde, Aluminium. Ja, ich denke, den Investigator, den kennen viele, den wissen viele zu schätzen. Ist kein günstiger Stift, ist natürlich auch wieder ein bisschen taktisch. Ja, was heißt ein bisschen? Eigentlich ein Tactical Pen at its best. Nach wie vor finde ich den trotzdem irgendwie cool, von der Größe her ziemlich passend. Man kann die Kappe hinten dran schrauben, dementsprechend verlängert man den, kann damit dann angenehm schreiben, meiner Meinung nach. Und ich musste leider kürzlich erst ziemlich lange damit am Stück schreiben, habe dann eine kleine Blase gekriegt wegen der Fräsung hier im Aluminium. Solltet ihr also vorhaben, einen Aufsatz zu schreiben oder ein Buch, dann vielleicht nochmal umswitchen. Ansonsten ein wirklich hilfreicher kleiner Begleiter. Auch immer wieder dabei die WeKnife Gesila, eine Titan-Priber, die ich ohnehin einfach nur mag, seit ich sie habe, wird tatsächlich auch relativ häufig benutzt für irgendwelchen kleinen Kram. Und wenn es am Ende nur der Flaschenöffner ist, der benutzt wird. Des Weiteren, finde ich, hat man hier fast schon so einen Worrystone-Ersatz für alle, die irgendwie zu geizig sind für einen richtigen Worrystone. Dadurch, dass du hier einfach verschiedene Möglichkeiten hast, mit der Haptik ein bisschen zu spielen, finde ich das Ding sehr angenehm. Ich mag es ohnehin einfach gerne. Sieht cool aus, ergänzt fast jedes EDC, ziemlich sinnvoll, macht einfach Spaß und ist deshalb fast immer dabei. Haptisch ein bisschen weniger aufregend und auch, wie ihr seht, ein bisschen kleiner, dafür aber persönlich viel wertvoller noch, ist diese kleine Priber vom lieben Ben von Story of My Knife, die er mir auf der Knife geschenkt hat, inklusive der passenden Mutter dazu. Die schafft es dann tatsächlich ab und zu, gerade jetzt, wo es wärmer wird, die Gesila ein bisschen in den Ruhestand zu versetzen. Dann habe ich zwar ein klitzekleines Pry-Tool dabei, kann damit auch Flaschen öffnen, brauche aber diesen Platz nicht. Ich lege sie einfach mal daneben, dann seht ihr auch ungefähr den Größenunterschied. Könnt ihr euch vorstellen, wofür das so ja brauchbar ist oder nicht. Ich habe vorhin damit zum Beispiel die neue Packung Pfeifentabak einfach kurz aufgemacht, weil der Unterdruck zu hoch war, da waren meine kleinen Finger zu schwach für. Ist einfach ein klitzekleiner Alltagshelfer, wenn ihr vermeiden wollt, dass ihr euer Taschenmesser aus Versehen dann doch mal zum Hebel nutzt, dann ist das einfach eine kleine Empfehlung von mir. Und wie gesagt, in diesem Fall mit einer persönlichen Note dabei, gefällt mir ohnehin immer ganz gut. Dementsprechend hier auch nochmal vielen lieben Dank an dich, Ben. Ich glaube, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich dich hier neben dem Button aus dem Loch Ness Center platziere, I see possibilities, weil das ist irgendwie das, was ich mit Ben verbinde, auch wenn er mit Schottland und mit mir in meinem Urlaub da überhaupt nichts zu tun hat, aber ein so positiver Mensch an der Stelle, sei herzlich gegrüßt. Aktuell ziemlich häufig dabei, und das hat mich selbst überrascht, ist die Knipex Cobra. Die gibt es auch in hübsch ohne diese schönen Ummantelungen vom Griff. Aber ich habe sie damals einfach so gekauft und habe mir nie die Mühe gemacht, diesen Griff abzukratzen. Ich denke, auch die Cobra sollte ein geläufiger kleiner Begleiter sein bei uns in der Szene. Muss ich, glaube ich, nicht jedem groß noch was zu erzählen. Zurzeit irgendwie häufig im Einsatz und deshalb auch dann ab und zu öfter dabei, als man sie dann doch braucht. Aber ich sag mal vorsichtig, 5-mal habe ich sie, glaube ich, in den letzten Wochen benutzt. Das ist schon eine Häufigkeit, dass ich dann sage, gut, dann pack sie mal öfter ein. Mal gucken, vielleicht fliegt sie jetzt im Sommer wieder raus. Ist natürlich auch schwer, kommt immer ein bisschen auf den Stauraum an, den man dann in den Taschen hat. Auch wenn ich hier ein bisschen late to the party bin, habe ich wieder mal bei Andrea bestellt, bei Infinite Designs. Auch den Shop verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und ich habe jetzt auch endlich einen Hank in Harris Tweed. Der passt perfekt dann zu meiner Jacke aus Harris Tweed. Im Farbton ein bisschen heller einfach als meine Jacke. Dennoch geht es ja da eher darum, wo der Stoff herkommt, wie der verarbeitet wird. Ich finde es schön, dass Andrea auch das Logo drauf macht und auch drauf machen darf. An und für sich super verarbeitete Hanks. Ich habe hinten die Brillenmikrofaser drauf. Ich hatte vorher nur die normale Mikrofaser an meinen Hanks von Andrea und muss sagen, dass der Unterschied hier doch nochmal wirklich gewaltig ist. Also ich meine, jeder Brillenträger weiß,
dass das wirklich einen Unterschied zwischen normaler Mikrofaser und Brillenmikrofaser gibt. Für mich war es jetzt das erste Mal, dass ich das in der Hand habe. Funktioniert super, sieht toll aus wie immer. Die Verarbeitung ist wirklich klasse. Ich mag die Farbkombination, die Andrea hier wieder gewählt hat. Dementsprechend ist das Ding, auch wenn es nicht so ganz sommerlich ist, jetzt eigentlich fast jeden Tag mit dabei. Es ist auch einfach schön, oder? Also, was soll man dazu anderes sagen? Es ist wirklich einfach schön. Das Fixblade ist ja immer so irgendwo mein Haupt-EDC-Gegenstand, denn ohne Fixblade verlasse ich wirklich das Haus kaum. Dass mal ein Folder zu Hause bleibt, das kann schon mal durchaus passieren. Der Stift ist eigentlich fast immer dabei, nahezu immer. Ein Fixblade ist immer dabei und auch meistens eine Prybar. Hier dürfte es wenig überraschend sein, dass ich jetzt seit der Knife eigentlich fast durchgehend das N-Byte rumschleppe, das ich am Stand von Nico Baumann ergattern konnte. An dieser Stelle auch nochmal an dich. Herzliche Grüße, Nico. Das N-Byte ist mein erstes Custom Fixblade. Und es ist einfach wirklich bezeichnend, was Nico für eine Designsprache hat, wie der eine Handlage einschätzt von sowas und wie die Verarbeitungsqualität dann halt auch am Ende ist. Auch hier sieht man nochmal ganz kurz den Hinweis, Ben war auch hier tätig. Es ist einfach eine runde Sache. Das Ding macht mir unfassbar viel Spaß. Die Schneidperformance ist super. Ihr werdet hierzu jetzt bald auch ein Review bekommen. Jetzt hatte ich das ja ein bisschen einstecken. Werd dennoch ein bisschen Zeit da noch rein investieren und nochmal ein paar Tests damit machen, weil ich weiß, dass das auch immer spannend ist, wie so ein Custom Blade dann performt. An und für sich kann ich nichts anderes sagen, außer danke, Nico. Das Ding ist Wahnsinn. Der Sitz in der Kydex ist super. Nichtsdestotrotz überlege ich gerade, ob ich mir noch von DP Steel and Leather eine schöne Lederscheide noch dazu hole, damit das Ding wirklich noch öfter dabei sein kann, wenn Kydex einfach für mich optisch gerade mal nicht passt. Aber das Ding hier, das passt aktuell einfach immer. Ist wirklich ein Handschmeichler. Das Design ist schön. Mich holt's total ab. Dieses Lila hat für mich hier den ausschlaggebenden Punkt dann nochmal gebracht. Nico hat verschiedenste Materialien und verschiedene Farben im Einsatz. Und dieses Lila hat es mir einfach angetan. In Kombination mit diesem Papier-Maikater, diese schönen, dezenten Lila-Liner da drin. Lila-Liner hört sich auch übrigens sehr schön an, das sozusagen. Wie gesagt, eine bombastische Handlage, eine einzigartige Designsprache. Das Teil ist aus meinem EDC aktuell nicht wegzudenken. Und weil es eben so einzigartig ist, aber doch so mit so viel Material spielt und Farben, war ich mir anfangs gar nicht mal unbedingt sicher, welchen Klapper ich denn dazu jetzt einstecken kann. Passend zum Lila hatte ich kurzzeitig dabei das CVV Bo, einfach weil das ja natürlich der Farbe entsprechend dann schon ein kleines Match-up gibt, was man auf jeden Fall zeigen kann. Das CVV Bo ohnehin holt mich ab, weil es ein Brad Zinker Design ist. Was mir immer sehr gut gefällt, ist, dass die Klinge im geschlossenen Zustand nahezu unsichtbar ist. Sie verschwindet fast vollständig in den Griffschalen. Die Action ist bombastisch. Nach wie vor eine Kaufempfehlung für CVV Bo, da wollen wir aber gar nicht so lange drüber reden. Ja, irgendwie hat es gut gematcht. Also auch was das Finish der Klinge betrifft, muss ich sagen, die Optik gefällt mir schon ganz gut. Aber irgendwie kommt man dann auch ein bisschen weiter weg von diesem schönen, eleganten, gar nicht mal so aufdringlichen, ja, irgendwie zu diesem knalligen Lila, weil es dann einfach so viel ist. Dementsprechend ist das Bo auch recht schnell wieder rausgeflogen aus der Rotation. Sorry, Brad. Und ich habe mich eher so Maikata-Kandidaten gewidmet, wie zum Beispiel dem Kaiser Original XL. Auch hierzu findest du bald noch ein Video, das schulde ich euch auch noch. Aber dann hast du halt das Problem, ne? Weder die Klinge noch das Maikata. Irgendwie passt nichts zurecht, auch wenn das ein wundervolles, schönes Messer ist für den Alltag. Fidget ohne Ende, Buttonlock funktioniert super, Kaiser-Qualität, macht Spaß. Und dadurch, dass du im Grunde keine Platinen hast, ist das Ding wirklich wundervoll leicht. Hat natürlich aber auch irgendwelche Nachteile, ne? Beispielsweise Einhandmesser. Dementsprechend habe ich nach einem anderen Maikata-Kandidaten Ausschau gehalten, habe mich dann kurzfristig hier fürs Tech Race entschieden von Tops. Auch das passt eigentlich ganz gut, weil das auch wieder so ein schönes Finish auf der Klinge hat. Ja, das kann sich, glaube ich, zusammen schon ganz gut sehen lassen. Ja, aber irgendwie war es das dann doch nicht. Also ihr seht schon, mit dem Kauf eines neuen Messers kommen wieder mal die üblichen Probleme. Ich brauche ein Partnermesser. Und dann
habe ich Gott sei Dank ganz kurz bei Böker zugeschlagen, weil gerade wieder ein schöner Sale am Start ist, habe ich mir jetzt auch mal hier so ein klitzekleines 42A-konformes traditionelles Messer geholt, auch in O1 Stahl. War im Angebot für, ich meine, um und bei 35 bis 39 Euro, irgendwie sowas. Und hier passt das Mikata irgendwie schön, zumindest hier oben. Ich hoffe, das Licht wird hier halbwegs eingefangen, damit man das sieht. Das ist irgendwie ein schönes, stimmiges Pärchen. Jetzt ist natürlich die Klinge hier nicht rostfrei. Das seht ihr auch direkt nach dem ersten Malen benutzen. Fängt die direkt an zu leben. Das gefällt mir persönlich aber ganz gut. Das wird sich auch weiter so entwickeln dürfen. Aber ja, so richtig optimal ist die Kombi auch noch nicht. Das muss ich zugeben. Solange die Klinge auf jeden Fall noch so shiny ist, bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich würde mich freuen, wenn du mir jetzt mal direkt einen Tipp hier reinhaust, wenn du sagst, ja, Papier-Maikata in so einem schönen Mattenbraun, vielleicht noch ein farblicher Akzent, der sich mit dem Lila nicht unbedingt beißt. Da fällt dir sofort was ein, dann haust direkt in die Kommentare. Ich bin jetzt halt auf der Jagd. Nico, das ist absolut deine Schuld. Aber ihr seht schon an den Farben, die sich jetzt hier so sammeln, dass ich eigentlich irgendwie so ein bisschen im Herbstmodus gelandet bin, obwohl wir jetzt einfach den Sommer zusteuern, beziehungsweise fast schon mittendrin sind. Gedeckt ist es irgendwie gerade, es ist dunkel, es ist warm und dazu passt irgendwie ganz gut, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick nicht so scheint, das Mini Redemption von Böker und Chavez in der Knife Exclusive Version, das ich ergattern konnte, 1 von 100 ist dann doch meins geworden. Ihr seht, das Problem hier ist immer noch vorhanden, für alle, die es nicht wissen, die Feder scheint so viel Kraft zu haben, dass wenn du den Button zu lange betätigst, dass sie hinten anschlägt und nochmal zurückfedert. Dementsprechend habt ihr die Klinge oft in dieser Position, müsst dann händisch den letzten Millimeter gehen. Ist ein bisschen ärgerlich, funktioniert aber auch durchaus mal richtig, so wie jetzt zum Beispiel. Ne? Also es arretiert durchaus auch schon mal von alleine, aber sollte man eigentlich auch erwarten. Mir geht es aber jetzt gerade eher so um diese Farbe hier von dem Ultem. Ich weiß, das ist entweder geliebt oder gehasst. Ist auch mein erstes Stück in Ultem. Ich bin jetzt kein Riesenfan im Sinne von, ich werde mir jetzt noch 40 andere Dinge in dieser Farbe, in diesem Material kaufen. Aber ich finde, hier auf dem Tisch kommt das schon ziemlich gut zur Geltung. Muss mal hier den Ben ein kleines bisschen zur Seite schieben. Also das macht schon herbstlich was her, wenn man jetzt mal kurz die Knipex ausblendet. Die ist natürlich mit ihrem Griff da ein bisschen negativ aufgefallen jetzt. Aber guckt euch das mal an. Was ist denn mit mir? Es ist doch langsam mal Zeit für Sommer, oder nicht? Und apropos Zeit und apropos Herbst, oft dabei aktuell eine meiner absoluten Lieblingsuhren, weil es ein Geschenk meiner Frau war, die Seiko Persage Automatik. Eine wunderschöne Seiko im Einsteigerbereich, sage ich mal vorsichtig. Also ich kenne mich mit Uhren nicht allzu gut aus. Wenn ihr da Fragen habt, dann müsst ihr zu Klaus gehen. Viele Grüße an der Stelle. Sichtbares Uhrwerk auf jeden Fall. In meinen Augen ein wunderschönes Ziffernblatt. Ich finde das Grün herrlich mit dem Gold. Funktioniert super toll. Und in Kombination mit dem Lederarmband, seht ihr selber, passt das extrem gut zu fast allem, was hier auf dem Tisch liegt. Dementsprechend ziehe ich die mal ganz kurz an. Damit ihr da auch noch mal ganz kurz den vollen Eindruck von bekommt. Grün und Gold in Kombination mit Leder, das kriegt mich einfach immer wieder. So sieht das gute Stück dann am Handgelenk aus. Einfach schön, stimmig. Mir macht das gerade wirklich viel Spaß, auch wenn das, wie gesagt, eigentlich gar nicht mal so gut zur Jahreszeit passt. Hauptanlass dafür ist natürlich aber das N-Byte von Nico Baumann. Das beeinflusst mich in diesem Fall wirklich sehr. Über das Böker habe ich mich auch sehr gefreut, vor allem zu dem Preis. Das verlinke ich euch gerne auch nochmal in der Videobeschreibung. Ansonsten war es das. Ja, so sieht es gerade aus bei mir. Eine kleine Rotation ist schon noch vorhanden, aber an und für sich habe ich es gerade einfach gemütlich und dementsprechend werde ich mir jetzt auch noch einen neuen Kaffee machen und dann hier mal so ein bisschen irisch mit meiner Peterson den Tag ein bisschen zelebrieren mit diesem wunderschönen Holz hier an der Billard. Freue ich mich schon drauf, wie gesagt. Habt den Moment jetzt mal kurz genutzt, ein bisschen was für euch einzufangen und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich danke euch wie immer, dass ihr eingeschaltet habt bei The Knife Pub. Ciao.